Hier auf St. Katrin, Wendelburg. Wendelburg. Ja, schlägt mal, Let's Play oh ja, Skiregion Simulator küss mich, ja, 2012. oh ja, schlägt mal, Ih. oh ja, wo bist du denn? Hier hat Oh eine ja. Scheiße gebaut. Oh, ich muss ja was ändern. Mächtige Scheiße. Wieso? Was ist passiert? Da hat jemand versucht, mit dem Pistenbully die Schleppspur zu präparieren. Geh raus aus dem Pistenbully, ich muss Nein. das sehen. Nein, ich hole ihn jetzt schön wieder zurück in sein Depot, da wo er hingehört. We're chasing on, get in Niki, pain, break bitte. your heart every day. Okay. Ja, Depp. Kleine Dinge bestraft der Herr sofort. In Ewigkeit, Amen. Verkaufe Flatscreen. Nein! Nur 500 Nein! Euro. Mail an urbi@orbi.va. Du hast dich gerade drauf gebracht, Tim. Obwohl die Werbung ist ja anders. Also ich habe die mir jetzt nochmal neu angehört. Also es geht ja so: Verkaufe Full HD Flachbildfernseher. 500 Euro. Einfach Mail an urbi@orbi.va. Okay, So, Niki. Tim. Ja, über was wollen wir in dieser Folge reden? Mach mal die Zeit schneller. Wir haben Abend. Uli Müssen Hoeneß. wir präparieren? Nein, Oh, wir haben Uli erst Hoeneß. atemlos in den Niki. Knast. Schau, was Niki, Geld Niki, Niki, dir Niki, mit Niki. dir macht. Ja? Niki, was machst du? Breakdance. Hast du die Map ver... Nee, hast du nicht. Mhm. Komm, wir präparieren mal die Piste hier. Die gehört uns nicht. Ja, aber eigentlich gehört sie uns. Nein, die ge Guck mal, wenn du auf Piste 1 gehst, ist da Direktissima Talstation Gipfelbahn und Talstation Wendelhornlift. Es muss aber Talstation, also Bergstation Gipfelbahn sein. Weil die geht ja von der Bergstation der Gipfelbahn runter. Ja. Wendelhornlift ist der Schlepplift, oder? Nein, Wendelhornlift ist der Sessellift. Ja. Der Ach so, und Hochwendelift ist der Gipfel. Schlepplift. Wir Ach haben ja so. jetzt. Ja, okay, und Gipfelbahn ist die ganz lange. Genau, die Okay. Pendelbahn, was unsere nächste Anschaffung sein sollte. Die Bergstation. Ja, wie viel kostet Na, die? naja, wir werden wahrscheinlich auf Talstation gehen, weil Warum? dann nutzen wir einfach den Bug aus. Dann kriegen wir noch unten die Loipe im Tal. Ach nee, dann müssen wir dann noch die andere Talstation kaufen. Wir können Was? das Die noch Loipe besprechen. ist keine Piste. Doch, Piste Nein. 10. Die ist hier nicht angezeigt. Verdammt, die ist aber doch eine Piste, dachte ich. Verdammt, bin ich jetzt so falsch? Oh Gott. Okay, also gut, wir reden jetzt über den Uli Oh und Gott. atemlos in den Knast. Ey, mach doch nicht die Tür zu, du Esel! Nenn mich nie wieder Esel, sonst gehe ich in den Wald. Ja, was soll ich dazu sagen? Ja, wie findest du das Urteil gerechtfertigt? Nein. Wieso? Er hätte viel mehr kriegen müssen. Todesstrafe. Naja, im alten Orient wäre er dafür gehäutet worden. Ob da überhaupt schon Steuern hinterzogen werden konnten, Ja, ist so eine andere Frage. auf jeden Fall. Steuern, die gibt's schon lang. Atemlos Ist in gut. den Knast. Schau, was Geldgier mit dir macht. Steuern hinterzogen und jetzt ein Festvertrag in der JVA. Was machen wir denn heute, Herr Tim? Ich dachte, wir wollten über den Uli reden. Atemlos. Achso, nein. Ja, du Also, brauchst nicht mehr singen. meine Meinung dazu ist ja klar. Also, Leute, sorry, aber es kann nicht sein, dass einer einfach Steuern hinterzieht. Obwohl ich es dem Hoeneß hoch anrechne, dass er überhaupt noch in Deutschland lebt. Weil unsere deutschen Nationalhelden, ein Schumacher und ein Vettel und weiß ich wer, ein Beckenbauer, wohnen ja schon alle lange nicht mehr in Deutschland. Ja, aber sie wohnen wenigstens woanders. Und. Ja, aber die bezeichnen Ach, sich noch als. wobei, stimmt, Vettel hat sogar, glaube ich, noch deutsche Staatsbürgerschaft. Ja, das haben sie auch alle, aber egal. Ja, aber sie zeigen, oh, wir sind Deutsche, oh ja, aber Steuern in der Schweiz bezahlen.
und auch überhaupt nicht mehr in Deutschland leben, einfach aus den steuerrechtlichen Vorteilen. Und das finde ich echt eine Ja, aber Sauerei. wenn jemand auswandert, dann muss man das ihm lassen. Ja, aber sorry, wenn er sagt, ich bin Deutscher und zieht in die Schweiz, dann ist er Schweizer. Warte mal. Was? Vettel auch schon? Vettel wohnt seit 4 Jahren in der Schweiz. Ja, der wohnt gar nirgends. Außer in seinen Bussen, aber okay. Ist alles klar? Ja. Ich glaube, wir müssen gleich wieder Seilbahn fahren. Atemlos in den Ey, kannst du Knast. bitte jetzt aufhören zu singen? Okay, mein Chef. Na Danke. hallo, Bello. Ach nee, das ist ein Mann. Langsam nervt's nämlich. Nee, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe Respekt vom Hödes. Er hat ziemlich viel geschafft als Mensch. Also menschlich bin ich traurig drüber. Aber so sehe ich das Urteil völlig als gerechtfertigt, obwohl ich denke, dass unser deutscher Rechtsstaat immer noch eine Scheiße fabriziert. Zum Beispiel gibt man eine Ahnung, was ein Kinderschänder normalerweise für eine Strafe bekommt. Ja, rat mal, wie viel? Keine Ahnung. Ja, gib Mehr? Schätze. Ja, gib eine Schätzung ab. Ja, das kommt auf den individuellen Fall an. Durchschnittlich. 10. Fast 9 Monate eigentlich ja nur. Ja. Okay. Weil viele bleiben ja unbestraft und alles. Geldstrafe, Bewährung, alles und nur die ganz krassen Fälle kommen ja ewig und 3 Tage weggesperrt. Ich bin zu Ja. schnell gefahren. Und das finde ich jetzt eine Schweinerei. Dass der Uli Hoeneß so viel kriegt. Ja, dass die so wenig kriegen und der Hoeneß so viel. Also Der Hoeneß ist okay, ein. dass die so wenig kriegen, schön und gut. Aber dass der Hoeneß so wenig kriegt, darf ich dir mal ein Beispiel nennen? 1977 war das, glaube ich. Der Vater von Steffi Graf wurde verurteilt zu 3 Monaten und 3 Jahren und 9 Monaten. Wie viel hat er hinterzogen? 15 Millionen D-Mark. Also ungefähr ein Viertel von dem, was der Hoeneß jetzt hat. Du kannst es nicht umrechnen, D-Mark in Euro. Heute kostet das, was früher 2 D-Mark gekostet hat, mittlerweile fast 2,50 Euro. Okay, mag es sein. Hoeneß hat trotzdem. Mit Ja. der Rechnung kommst du trotzdem auf mehr. Klar, es war klar, dass Hoeneß in den Knast gehen muss und alles. Und wahrscheinlich haben sie ihm die Strafe auch so runtergelassen, weil er ist ja schon so alt und gebrechlich und Ja, stirbt das kannst bald. du aber nicht berücksichtigen. Ab einem gewissen Alter darf er die Strafe als Hausarrest antreten. Da muss er halt nicht in Knast dafür, sondern Er kommt darf ja jetzt das in zu den Hause offenen machen. Vollzug. Das heißt. Er schläft in der JVA tagsüber, darf er nach Hause und am Wochenende. Ah ja. Er muss aber die JVA-Kleidung tragen. Aha. Also das Knasti-Hemd. Naja. Da Ich kenne glaube, ich so auch schlimm ist es inzwischen auch nicht mehr, oder? ne da kenne ich auch eine tolle Geschichte von Fasching. Und zwar, mein Sitznachbar aus Bio ist so als Sträfling gegangen. Also hier so mit dem Schwarz-Weiß-Anzug und so. Und er wurde dann als Zebra bezeichnet. Und Er hat die anderer. Nummer vergessen. Jo, und er hat dann, und er wurde dann irgendwie bestes Kostüm oder irgendwie war mal die Rede gewesen, als Zebra. Ja gut, ich bin halt Sträfling, aber trotzdem. Und ein anderer von mir, ging als Laborchef Dr. Kling von Alpecin. Und jetzt, was bist du zum Fasching gegangen? Als Schneemann. Ich will ja nichts sagen und es klingt auch ziemlich lächerlich, aber unsere Direktorin hat es wohl verboten, sich zu verkleiden. Mal davon abgesehen, dass ich es nicht vorhatte, stand sie morgens am Schuleingang, im Haupteingang, alle anderen hat sie abschließen lassen. Und jeder, der sich irgendwie verkleidet oder so ähnlich hat, den hat sie entweder blöd angemacht oder sonstiges. Bei uns war ein Fünftklässler, der hat sich eine gelbe Perücke aufgesetzt. Das war auch das Einzigste. Den haben sie dann ausgelacht. Dann hat noch einer einen Zauberstab dabei gehabt und hat auf schwul gemacht. Den haben sie auch ausgelacht. Und das war's dann. Ah ja.
Wollen wir jetzt hier wirklich den ganzen Tag Seilbahn fahren? Ja. Oder nicht lieber ein bisschen spulen? Die Ich meine, so Spulen. langsam wird es auch langweilig. Oh, zu schnell. Den Tag vorüberspulen. Ja. Läuft schon lange so. Ja, genau. Musst Augen aufmachen. Du siehst immer alles falsch. Auf jeden Fall. Ja, muss jetzt auch Quotendürke sein. Quotentürke, oh Quotentürke. Ja. Ah, genau wie Frauenquote. Von wem war das doch mal? Quotenfrau. Keine Ecofresh, oder? Ahnung. Ist mir egal. Ich muss Quotentürke sein. It's me. Ansonsten. Ich fahre ja bald in die Türkei. Wohin denn? Side. Das habe ich jetzt irgendwie erwartet. Wieso? Habe ich dir schon erzählt? Nein. Weil ja Aber jeder so hinfährt. ziemlich, ja, wir waren auch schon zweimal dort. Echt? Welches Hotel? Einmal in, bei, wie hieß denn das Kaff? Kumke? Kumke, das ist doch 8 Kilometer weg von Side eigentlich. Ja. Und einmal, warte mal. Wo war denn das das letzte Mal? Noch ein bisschen weiter weg von Side. Ah, wie hieß da der nächste Ort? Ist ja auch egal, also ich werde wieder fast. Ich glaube, ich bin 2 Kilometer vom Siedezentrum entfernt. Ja, nee. Also Vielleicht direkt in auch. Side war ich nicht, aber man nennt ja die Vielleicht. ganze Region da Ja. irgendwie Side. Von Auch wenn es eigentlich die Manavgat. türkische Riviera ist. Ja. Manavgat. Ja, Das das ist sagt mir ja. auch noch was. Ja, genau. Ich wohne so 1,5 Kilometer vom Zentrum weg und mein Hotel hat vielleicht 300 Betten. Also es ist total kleines Hotel. Wovon du überhaupt nicht denkst, nein. Wir sind da nachts angekommen und alle in riesige Paläste und alles. Und wir waren die Letzten gewesen, die im Bus saßen. Und dann hält es da vor so einem Hinterhof und wir denken so, was ist das hier? Ja, drinnen, ja, sah besser aus. Aber das Hotel war spitze gewesen. Und dann so am ersten Tag, mein Vater war joggen gewesen. Setzt sich dann so an den Tisch, an die Bar, so, trinkt einen Schluck, kommt der Hotelmanager, setzt sich dazu, die schwätzen so, und dann fragt er den so, ja, dann sagt mein Vater so, ah ja, mein Sohn hat auch heute Geburtstag und so, an dem Tag hatte ich auch Geburtstag, ja, auf einmal kommen wir abends ins Restaurant, alle Kellner stehen Spalier und führen mich zu einem Tisch, der gedeckt war für mich, also, jo. Das haben sie aber damals vor 2 Jahren auch gemacht. Nee, Bei nicht vor dir? 2 Jahren. Nee, nicht bei meinem Vater. Wir haben halt jetzt ohne irgendwie groß Tamtam, haben uns mit einer befreundeten Familie an den Tisch gesetzt und angefangen zu singen. Irgendwann kam der Hotelchef angerannt mit Kuchen und Cocktail. Und Kerzen, also Wunderkerzen nicht. Er hat einfach mal so mitten im Restaurant angefangen zu singen. Geil. Genau. Nee, auf Würde ich der gern gesehen Terrasse. haben. Und was Nicht habt mitten ihr im gesungen? Restaurant. Und was habt ihr gesungen? Was singst du denn? Atemlos Genau, in den Kneipen. genau. Schau, was Geldgier mit dir macht. Genau. Verkaufe Full HD Flachbildfernseher. 500 Euro. Einfach Mail an urbi@orbi.va. Oh Gott. Wow, das ist der Running Gag. Oh, eine Kuh. Mö. Oh, ich könnte jetzt von Ägypten erzählen. Warst du schon mal in Ägypten? Ich war Ja. bisher einmal im Ausland. Gut, mehrmals. Niki, Ja. erinnerst du dich noch an letztes Jahr, als für Ägypten die Reisewarnung ausgegeben Ja, wurde? ja. Am Tag davor sind wir nach Ägypten geflogen, Oh. kamen nachts um 3 im Hotel an, trafen erstmal auf eine Familie, die sich gerade den Heimflug gebucht hat. Haben wir uns kurz mit denen unterhalten. Ja, und wenn hier die ganzen Terroristen kommen und dann ist hier die Hölle los und haben das alles voll dramatisiert. Also ganz ehrlich, mich hat das alles kalt gelassen, was die gemacht haben. Egal, erstmal um 3 Uhr abends im T-Shirt. Also ich meine, wir sind in Deutschland losgeflogen nachmittags. Nee, egal, abends. Und es war ein warmer Tag und ja, ich erzähle im nächsten Part weiter. Okay, also Genau, ich wir sehen donner hier. uns. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.